Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Südtirol Klartext, der Diskussionsrunde hier auf SDF. Ja, Italien steckt in einer politischen Krise. Chaotische Zustände herrschen in Rom derzeit. Die Regierung wurde also nach 80 Tagen, soll sie nun gebildet werden. Mit einer Übergangsregierung soll weitergemacht werden. Carlo Cottarelli ist der Auserwählte. Ob er eine Regierung zustande bringt, das werden wir in Zukunft erfahren. Heute sprechen wir aber über das, was bisher passiert ist und über die vielen offenen Fragen, wie es nun weitergeht in Rom. Dazu habe ich folgende Gäste hier am Tisch sitzen. Paul Kölnsberger von der Fünf-Sterne-Bewegung, zu meiner Rechten der ehemalige Abgeordnete Florian Kronbichler und Florian von Ach, Generalsekretär der Freiheitlichen. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, also dieser Carlo Cottarelli wurde jetzt zumindest mal auserwählt vom Staatspräsidenten Mattarella. Herr Kölnsberger, beginnen wir mal bei Ihnen. Was halten Sie von diesem, ja, von diesem Schachzug von Mattarella, jetzt eben diesen Cottarelli vorgeschlagen zu haben? Ich bin der Meinung, dass er hier einen Riesenfehler macht, eine technische Regierung vorzuschlagen, die es schon klar ist, die überhaupt keine Stimmen bei der Vertrauensabstimmung im Parlament bekommen wird. Wenn hingegen eine parlamentarische Mehrheit besteht, die eine Regierung bilden möchte, es ist schade, dass man das alles an der Figur eines einzigen Ministers aufhängt. Und ich glaube, dass beide Seiten hier ihre Schuld haben, aber es wäre auf jeden Fall richtig, wenn man diese Regierung ins Amt gehen lässt, dann kann sie beweisen, was sie umsetzen kann. Aber mit welchen Ministerpräsidenten hat sie gesehen? Giuseppe Conte wurde ja in Einigkeit sozusagen ja, vorausgeschickt, ist ja dann aber gescheitert. Warum? Ja, es ging schlussendlich nur um die Figur des Wirtschaftsministers Savona, den Mattarella partout nicht wollte. Und hier hat dann wohl im Zuge dieser Verhandlungen, am Ende dieser positiv geführten Verhandlungen, Salvini seine Chance gesehen, dass er mit Neuwahlen vielleicht mehr punkten kann als mit einer Regierungsbeteiligung, und hat es dann auf die Konfrontation ankommen lassen, und ihm gehen Neuwahlen offensichtlich gut. Ich weiß, es gibt jetzt wieder eine Chance, doch noch einmal die technische Regierung zu vermeiden. Es wird noch darüber gesprochen. Wir haben jetzt noch nicht das definitive Resultat, aber ich glaube, dass ich befürchte, der Zug ist abgefahren. Schade darum, denn es sollte nicht an einer Personalie so ein wichtiges Thema scheitern. Ich darf da kurz einhaken. Also ich bin Ihrer Ansicht, dass es ein Fehler war. Allerdings bin ich nicht der Ansicht, dass es nur eine Personalie sei, denn der Finanz- und Wirtschaftsminister ist die zentrale Figur einer Regierung nach dem Ministerpräsidenten. Das ist eigentlich in allen Staaten so, gerade in Italien auch. Also die Ablehnung dieser Personalie in diesem zentralen Figur, in diesem zentralen Amt, ist meines Erachtens schon durchaus so zu verstehen, dass diese Regierung schlichtweg nicht gewollt wurde. Und ich sehe das als demokratiepolitischen Fehler von Mattarella, dass er das gemacht hat. Aber auch in seiner Intention, er hat es ja, was auch nicht sehr geschickt war, er hat es ja angekündigt und dann gesagt, ja, mit Blick auf den Spread, auf die Märkte, auf die Risparmi degli Italiani und so weiter, möchte er es vermeiden. Aber genau das, was jetzt passiert ist, nämlich nach der Ablehnung dieser von Savona, da haben ja erst dann die Märkte verrückt gespielt. Da ist das Brett in die Höhe geschossen. Also wenn das seine Intention war, dann ist sie wirklich daneben gegangen, und ich darf da unseren Parteiobmann Andreas Leiter-Reber zitieren, es war schlichtweg ein Griff ins Klo. Das ging daneben, das ist klar, und es ist auch nicht zulässig und politisch ein großer Fehler, wenn man das Brett und die Märkte zitiert, weil man den Leuten dann noch mehr den Eindruck gibt, dass die Wahlen nichts zählen, weil wenn der Falsche gewinnt, dann werden wir einfach das Resultat nicht umsetzen. Ich würde aber nicht sagen, dass es nur an dieser an der zentralen Figur gelegen ist. Es waren andere Namen auf dem Tisch. Man hätte vielleicht sollen einen Ausweg finden. Ich persönlich hätte mir einen anderen Wirtschaftsminister ausgesucht und gleich danach Savona als Vize ernannt mit Delega für das Schatzministerium und hätte ihn doch trotzdem nach Europa geschickt zum Verhandeln. Man hätte hier, glaube ich, nicht an dieser Frage noch die Regierung scheitern lassen sollen. Jetzt allen voran natürlich Salvini, und die Lega hat sich ja für diesen Savona ausgesprochen und ja daran festgehalten. Herr Kronbichler, Sie haben ja schon Erfahrung gemacht in Rom. Wie viel steckt da eigentlich politisches Spielchen dahinter? Also war das vielleicht sogar mit Kalkül bedacht von der Lega? Oder sagen von wir, davon sprechen jetzt alle. Ich möchte zu Paul Kölnsberger sagen, das ist der Richtige. Aber man darf jetzt nicht Mattarella hinstellen, so irgendwo als ungeschicktes Batscherle. Es hat sich manches anders herausgestellt, als man gedacht hat. Auf jeden Fall problematisch und falsch war, wie man irgendwo ihm das Recht darauf abgesprochen hat. Also hier wird auch viel demokratische Kultur zerstört. Natürlich hat er Recht gehabt. Ich glaube, es hat sich dann herausgestellt, dass es nicht sehr klug war. Wie sich das herausstellt, also in Rom insgesamt in dieser Krise, denke ich, wir reden gerade, wir Südtirol sind ja immer dabei, wir meinen, Rom sei ja überhaupt das fleischgewordene Chaos. Nicht nur diesmal, sondern generell. Da sollten wir den Mund nicht so voll nehmen.
Ich glaube, was jetzt passiert, sollten wir auch ein bisschen mit Gelassenheit betrachten. Es wäre ja zu wundern, wenn es nicht so irgendwo aufgeregt zuginge, denn was derzeit passiert, das ist vielleicht einer der größten Politik- und Kulturwechsel der italienischen Republik. Ich meine, das hat es noch nie gegeben. Vielleicht die Wahlen 48, als zur Wahl stand irgendwie Volksfront oder Democrazia Cristiana. Einen solchen Wechsel, wie diese Regierung dargestellt hat und die Mattarella jetzt wirklich, das kann man nicht, den Vorwurf kann man nicht machen. Mattarella wollte das Zeug in den Gang setzen. Er hat diese einen, du sagst, nur an dem kann es nicht scheitern. Da sind natürlich auch die andere Partei ist da beteiligt, nicht? Die könnte ja sagen, also bei irgendwo, er will nur einen weg haben. Und das haben viele Regierungen gemacht. Also Scalfaro hat damals, also den Previ, den nicht haben wollen, die österreichische Regierung. Aber hat also alles, nicht politisch. Nein, das sind politische, was heißt politisch? Wir haben, österreichische Regierung haben sie zweimal. Die letzte schon. Finanzminister. Also, der Finanzminister, das war neben Posten. Das wollen. Er hat ja alles angeboten. Bis zur Selbstverleugnung ist Mattarella gegangen, eigentlich. Aber hier war, ich wollte sagen, es ist so viel Veränderung. Wenn das so glatt von sich ginge, dann würde unterschätzt, was derzeit passiert. Mhm. Es ist eine andere Politik. Und sagen wir, dass diese Politikerneuerung, diese neue Politik von Mattarella sabotiert worden wäre, das glaube ich nicht. Ich habe den Eindruck gehabt, dass er eigentlich gegen seine vergangenen, also Parteileute gegen den PD und so weiter, irgendwo das ziemlich auch gefördert hat. Natürlich hätte er lieber wahrscheinlich eine Koalition, Fünf-Sterne-Bewegung mit dem PD gehabt, hätte ich auch gehabt. Und ich glaube, das wäre sicher zustande gekommen, das wäre eine bessere Regierung geworden. Dennoch wird man natürlich nicht nur bei uns, sondern natürlich vor allem in Italien das Gefühl nicht los, dass jetzt mit dem Cottarelli natürlich wieder einer an die Macht kommen könnte, der natürlich, ja, der Merkel gefällt. Es gibt ja, das Internet ist voll mit Vergleichen mit Angela Merkel oder dass die EU entschieden hat, wer am Ende Italien führt. Verstehen Sie da auch die Italiener, dass sie da jetzt ja eine Wut haben auf diese Entscheidung, nicht nur von Mattarella, sondern überhaupt, dass es wieder eben nicht eine neue Politik gibt, sondern dass wieder das Establishment am Ende an der Macht ist? Ja, also das kann ich zum einen natürlich nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, entschieden zurückweisen, sind diese ganzen antideutschen Ressentiments, die da sich ventiliert werden. Das ist meines Erachtens ganz klar zurückzuweisen. Nur eines, ich meine, selbstverständlich, die Wut ist verständlich. Und grundsätzlich bin ich persönlich sehr skeptisch, wenn Staatspräsidenten sich so über Wählerwillen hinwegsetzen. Ich meine, ich habe noch gut vor Augen, ich war damals ein junger Mann auf der Universität, als 2000 die schwarz-blaue Regierung in Österreich angelobt wurde, da mit eiserner Miene vom Bundespräsidenten Klestil, der im Übrigen noch viel mehr Kompetenzen hätte als der italienische Staatspräsident, als eine Art Ersatzkaiser gilt der Bundespräsident in Österreich, in der österreichischen Verfassung. Der stand da mit eiserner Miene und auch selbst das fand ich damals eigentlich bestenfalls belustigend. Also seinem Amt hat er damit auch keinen großen Gefallen getan. Und hier sehe ich das bei Mattarella ganz genauso. Also meines Erachtens wäre es das Beste gewesen, keine Frage, diese Regierung anzugeloben, diese Regierung arbeiten zu lassen. Und dann hätte man gesehen, ob die ganzen Versprechungen, die gemacht wurden, auch eingehalten worden wären. Mhm. Uns als Freiheitliche hat sicher das Kapitel in diesem Regierungspakt, das die Immigration betrifft und die Sicherheit, sehr gut gefallen. Andere weniger, wenn ich da an das Reddito di Cittadinanza denke, das war nicht so nach unserem Gusto, aber grundsätzlich wären wir gespannt gewesen, was mit dieser Regierung möglich gewesen wäre und wir hätten da auch nicht von vornherein das alles verteufelt und gleich Zeto und Mordio geschrieben. Mhm. Es wird ja aber wenig über das Regierungsprogramm geredet derzeit, es geht eigentlich nur um Personal. Also es spielt eigentlich nur mal die Rolle, wer mit wem, wer könnte regieren, denn das Programm selber, ich meine, wenn man so, ja, vielleicht nicht gerade italienische Medien konsumiert, dann wird ja immer noch gesagt, dass die europafeindliche Fünf-Sterne-Bewegung mit der europafeindlichen Lega, dabei gab es da gar keinen Abschnitt im Regierungsprogramm. Das heißt, es wird dann überall nur diskutiert, was passiert in Italien und was passiert vor allem mit den Märkten in Europa. Aber europafeindlich ist sowieso ein haltloser Vorwurf, weil ich glaube, zwischen Europa und Euro, einer Währung, kann man auch schon noch unterscheiden.
Kritik an der Einheitswährung ist angebracht, Kritik an Europa ist auch angebracht. Ich meine, es kann nicht sein, dass jedes Mal, wenn man eine soziale Maßnahme setzen will, schreit Europa, das Geld ist nicht da und für Bankenrettungen ist immer Geld da. Und auch es kann nicht sein, dass Europa jahrelang keine Antwort auf die Migrationsfrage weiß. Und so führt man Europa langsam dem Ende zu. Und den Vorwurf muss sich Deutschland schon gefallen lassen. Deutschland müsste der positive Führer eines Europas sein und nicht nur auf Austerity, Pleiß, Stabilität und so weiter hauen. Denn Sie können auch behaupten, Sie haben recht. Vielleicht haben Sie auch recht. Aber Europa wird so den Rechtsparteien geschenkt, die Europa de facto abschaffen wollen, nicht nur in Italien, sondern auch anderswo. Ich glaube, dass bei dieser Verhandlung, da habe ich den Sichtpunkt ein bisschen anders, eigentlich sehr viel über den Inhalt geredet worden ist. Das erste Mal gibt es ein Regierungsprogramm, einen Regierungsvertrag, wie Sie ihn genannt haben, so wie es in Österreich oder Deutschland ja schon gang und gäbe ist. Mhm. Früher wurde immer nur über die Posten geredet, wie man sich die Minister aufteilt und dann die Vizeminister und dann die Staatssekretäre und so weiter. Diesmal ging es vordergründig um die Inhalte. Und danach, die Ministerliste stand ja in 3 Tagen, das ging relativ schnell und ist dann eben leider doch ganz kurz vor Schluss noch gescheitert, weil Mattarella auf stur geschalten hat und Salvini damit gepokert hat und dieses Geschenk auf dem Silberteller angenommen hat. Ich glaube, Salvini sieht die Chance, dass er mit Mitte rechts die Neuwahlen gewinnen kann und dann ist er Premier, er zielt auf das Ganze, so schätze ich ihn ein. Und deswegen glaube ich, ist es jetzt leider die Situation ein bisschen verfahren, aber vielleicht geht noch was. Ich denke, Paul, vielleicht bist du ein bisschen unfair da, du solltest nicht so irgendwo, immerhin ist es da Vertrags- und Koalitionspartner deiner Bewegung auch. Nicht? Sie haben das schon ausgemacht, offenbar stimmt da auch nicht etwas. Ich möchte darauf noch etwas sagen, was du, Florian, Namenskollege, zu dieser Nichtbeachtung von Demokratie, von Wahlergebnissen gesagt hast. Hier wird das Wahlergebnis, das ist der Schlachtruf, es wird das Wahlergebnis mit Füßen getreten, der Volkswille. Das ist zum Teil ja richtig, aber es braucht Regeln. Auch jetzt sollte man irgendwann mal sagen, die Demokratie besteht aus Mehrheiten, also aus Abstimmungsergebnissen und aus Recht, aus Gesetzen. Und daran muss man sich schon halten. Daran hat sich Mattarella gehalten. Das steht in der Verfassung. Und wenn es nur an einem gescheitert ist, dann ist das okay. Jetzt ist viel dazugekommen. Natürlich sind die Deutschen Trampeltiere. Also was sie da angestellt haben, was ein Oettinger gesagt hat, auch wenn er das jetzt irgendwie nicht so gesagt haben will, aber sinngemäß hat er es gesagt, er ist kein Anfänger, er muss wissen, wie seine Worte verstanden werden. Das ist ungeheuer. Naiv wäre es, also jetzt zu meinen, in Italien so zu tun, als ob das, also der ganze Kontinent nur, in dem wir sind, in dem wir sein wollen. Italien ist ein Musterknabe der Europäischen Union und will es sein. Und jetzt, dass dort geredet wird, dass dem Gerede dort Rechnung zu tragen ist auch. Es ist ein hochverschuldeter Staat, Deutschland der größte, also irgendwo Handelspartner. Die haben natürlich nichts zu diktieren. Aber ich glaube, dass Mattarella im guten Glauben gesagt, er hat ja den Savona nicht abgelegt, also europafeindliche Einstellung. Das Programm ist nichts. Wir wissen doch alle, Programme werden nirgends, was Gott wie ernst genommen im Politischen. Es geht immer um Leute, da dürfen wir uns jetzt nichts kanalisieren. Er hat gesagt, dieser Mann ist derart, also dämonisiert, das ist des Teufels in Deutschland bei den Handelspartnern durch das, was er in der Vergangenheit gesagt hat. Er hat ja auch schlechte Figur gemacht, dass er jetzt sagt er eigentlich, also ich will ein besseres Europa und so weiter. Ich meine, die Leute sehen sich die Sachen an. Man hat ja auch groß getan, der vorige Regierungskandidat, Ministerpräsidentkandidat Conte, der hat ja auch mit seinem Curriculum, was Gott wie, daher gemacht und so weiter. Das war nur das erste Zeichen, dass diese Regierung nicht gewollt war, denn die Attacken gegen Conte gingen. Warum so? Aber von wem, Entschuldigung, wenn ich jetzt dazwischen gehe, aber von wem ist eigentlich diese Regierung nicht gewollt? Das wird jetzt oft gesagt, aber wer will es am Ende nicht? Die Attacke gegen Conte wegen seinem Curriculum, wegen lächerlichen Kleinigkeiten, ging von Gruppo Espresso aus. Wir wissen alle, wem die Espresso-Gruppe gehört, die Benedetti, und das ist der Partito Democratico. Es ist ein Krieg alt gegen neu. Wenn man zum Beispiel an Gutenberg denkt, aber wenn ich kurz auf dich replizieren darf, lieber Namenskollege, also ich bin Anwalt und Jurist, aber bin auch ein großer Anhänger von Regeln grundsätzlich. Es gibt eine Realverfassung und es gibt auch
gewisse politische Klugheit. Meines Erachtens, obwohl es in der Verfassung steht, wobei dieser famose Artikel 92 nicht so klar gefasst ist, ja, wie es immer getan wird. Und auch hier gehen die Meinungen unter Verfassungsrechtlern auseinander. Mhm. Ich bin nicht der Ansicht, dass das ein Impeachment, wie es die Partei des Kollegen Kölnsberger vorgeschlagen hat, rechtfertigen würde, auf keinen Fall. Allerdings halte ich es für politisch einfach unklug und demokratiepolitisch bedenklich. Wenn ich nochmal auf eins einhaken darf, das zu Europa, ja. Selbstverständlich darf man Europa kritisieren und selbstverständlich darf man den Euro kritisieren. Und es wäre ja ein Armutszeugnis, wenn das nicht ginge und den Kritik am Euro und Europa das ganze Projekt schon schlingen lassen würde, weil dann ist es wirklich so schwach, dass wir uns ernsthafte Sorgen machen müssen. Vor diesem Hintergrund, wie gesagt, mein völliges, nach wie vor Unverständnis über die Ablehnung von Savona, denn auch Handelspartner müssen aushalten, dass sie gegenüber bekommen könnten, mit denen zu hart zu verhandeln ist. Und da ist eben eine Frage der Einstellung. Ich darf auch noch hinzufügen, wenn man jetzt zum Beispiel nach Griechenland blickt. Dort regiert eine Regierung aus Syriza, sagen wir mal im weitesten Vergleich oder sagen wir mal ähnlich dem Movimento Cinque Stelle, also eher links, auch populistisch, mit den wahren Griechen. Die wahren Griechen sind auch im weitesten bei allen länderspezifischen Besonderheiten mit der Lega vergleichbar. Und auch da hieß es am Anfang, die Welt wird untergehen, untergegangen ist gar nichts. Weil es auch Realitäten gibt, an denen sich auch diese Regierungen immer messen lassen müssen. Auch dort wurde ein Varoufakis verschickt, der gewisse Analogien mit Savona aufweist. Richtig, wobei Varoufakis natürlich noch viel größeren Ausmaße und dort vor allem im Auftreten. Ja, genau, das ist wieder das Auftreten. Wir müssen nur kurz in die Werbung schalten und danach werden wir auf jeden Fall darüber weitersprechen, welche Möglichkeiten es nun überhaupt gibt in Italien. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Südtirol Klartext, der Diskussionsrunde hier auf SDF. Ja, wir diskutieren heute über das politische Chaos, das derzeit in Italien, in Rom herrscht. Herr Kölnsberger, vor der Werbung haben wir darüber gesprochen. Ja, man hätte vielleicht die Regierung einfach machen sollen. Wie viele Chancen bestehen jetzt noch, dass es vielleicht doch noch zu der Koalition Cinque Stelle und Lega kommt? Ich befürchte, dass Salvini mittlerweile schon ganz auf Neuwahl eingestellt ist. Das ist aber eine Spekulation. Ich weiß es nicht. Es wird jetzt derzeit noch diskutiert. Es gibt jetzt nur eigentlich relativ wenig Möglichkeiten. Es ist ganz klar, dass die technische Regierung unter Cottarelli überhaupt keine Chance hat, ein Vertrauen ausgesprochen zu bekommen. Und daher kann sie höchstens eine Übergangsregierung sein, die die normale Administration macht und kann keine Gesetze erlassen. Das heißt, es wird relativ rasch in diesem Szenario relativ rasch Neuwahlen geben. Im August wird sie der Staatspräsident nicht zulassen, also wahrscheinlich im Anfang September. Das zweite Szenario ist, dass Fünf Sterne und Lega sich noch einmal zusammensetzen und noch einmal mit Mattarella reden, um entweder diese Ministerliste oder die Ministerliste mit Änderungen durchbringen und dann kann die neue Regierung entstehen. Für mich ist das klar das bessere Szenario, wenn eine neue Regierung entsteht, als dass man noch einmal wählen geht. Und wann Neuwahlen stattfinden würden, haben Sie gesagt, ja Ende Sommer vielleicht wäre es soweit. Glauben Sie, wenn jetzt Neuwahlen wären, dass sich ein Matteo Salvini durchsetzen könnte oder dass vielleicht die Leute jetzt wieder genug haben vom Chaos oder gerade jetzt angestichelt wurden, eben noch überzeugter Cinque Stelle oder Lega? Ich weiß nicht, ich möchte nicht irgendwie so den Widerspruchsgeist geben, aber diese Selbstverständlichkeit, mit der das heute hingestellt wird, dass selbstverständlich Salvini, Lega noch zulegen würden und so weiter, das finde ich recht fast primitiv, das einfach davon auszugehen. Es ist viel möglich, es hängt sehr viel davon ab, wie es uns gehen wird, wie Italien über den Sommer kommt. Mhm. Es ist durchaus möglich, dass die Leute wirklich also auch Angst bekommen vor der eigenen Schneid. Mhm. Weil es war ja jetzt nicht, also es ist auch regelmäßig, ich meine, wir können nicht sagen, dass was Gott welche Verelendung im Land also sich breit gemacht hat. So, also Griechenland sind wir nicht. Aber es wird, ich weiß nicht, ob der Movimento Cinque Stelle aus diesem mehr ausgesehen, also eher unseligen Bündnis herauskommen könnte mit Neuwahlen. Es wird sehr viel davon abhängen, ob es also die alte Partei, den Partito Democratico, nach den Wahlen noch gibt. Wenn er also im Stand ist, sich aus irgendwas der Geiselhaft seines Renzis sich zu befreien, dann kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht schon wieder also auch erwacht. Es ist ja nicht so, also wenn man die italienische Gesellschaft ein bisschen kennt, dann ist das alles sehr, sehr im Flusse. Mhm. Dass hier also sich dauerhaft Gewichte verschieben und so weiter, daran glaube ich eher nicht. Also, dass das alles also irgendwie bereits schon einen Sieger hat, bevor überhaupt gewählt wird, das glaube ich nicht. Und ich glaube
dass eher Nichtwahlen stattfinden. Hier darf ich also irgendwie auf meine Vergangenheit, auf die Kollegen auch im Parlament sprechen. So wenig das ankommt in der Öffentlichkeit, also sagen wir, irgendwas darauf bestehen, bleiben wir jetzt nur noch ein bisschen da. Aber ich habe gesehen, wer gewählt ist, versucht viel, um mal ein bisschen gewählt zu bleiben. Also, und es sieht auch so aus. Es ist nicht gesagt, dass also die Umstände nach Beendigung unseres Gesprächs nicht schon anders sind als zum Zeitpunkt, als wir dem angefangen haben. Das heißt, die im Parlament sitzen, sind eigentlich zufrieden, dass sie da sitzen. Ja, die sind also Europa auch ist zufrieden, dass sie Kotterei haben. Weit hinein ins Lager, das jetzt also irgendwie nach Wahlen schreit. Also jetzt nicht nur die Seite, die also verloren und die Minderheit ist, sondern auch in der Fünf-Sterne-Bewegung und auch in der Lega. Tatsache ist, dass die also irgendwie doch bedenklich wenig zu sagen haben. Also die Herrschaften, die Leaders der Figuren, wir sind halt in dieser Zeit, die Leaders haben so quasi absolute Macht und fragen auch nicht die eigenen Leute zu viel. Aber was heißt das für die politische Tätigkeit dann in der Regierung Italiens? Ich meine, es gäbe genug Arbeit auf jeden Fall für die ganzen Parlamentarier, die in Rom sitzen, wenn jetzt dieser Cottarelli und die Übergangsregierung, ja, an die Macht kommt, wie viel wäre da überhaupt möglich, irgendwas überhaupt umzusetzen? Ja, sicher gibt es genügend Arbeit, wobei ehrlich gesagt, meines Erachtens, trotzdem es sehr viel Arbeit gibt, gibt es trotzdem noch viel zu viel Parlamentarier. Also, dass Italien sich da diese Rekordzahl leistet, finde ich nach wie vor skandalös. Ja, wie es weitergeht, wird man sehen. Wie gesagt, es ist ja alles im Fluss. Ich teile nicht ganz diese Analyse von meinem lieben Namensvetter. Denn es ist so, es kommt vor allem darauf an, welche Themen sich dann über den Sommer herauskristallisieren werden. Denn das Thema Europa spielte bei den Wahlen so gut wie gar keine Rolle, die dieses Ergebnis gezeitigt haben. Jetzt ist es virulent geworden, eben durch den Schachzug von Mattarella. Vorher wäre es auch nicht so virulent gewesen. Und da wird man sehen, ob das beherrschende Thema über den Sommer werden wird oder ob die Themen, die vorher die beherrschenden waren, also sprich die soziale Lage, Einwanderung, Immigration, die Sicherheit, ob diese wieder an Kraft gewinnen werden. Wenn das passiert, dann sehe ich ehrlich gesagt einen Wahlsieg der Lega mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen. Und eine Bestätigung der Cinque Stelle vermutlich. In mehr oder weniger der Größenordnung, in der es sich jetzt befindet. Aber was würden Neuwahlen dann bringen? Das heißt, wenn jetzt neu gewählt wird und es wieder zum ungefähr selben Ergebnis kommt, dann könnte Mattarella einfach nicht nochmal sozusagen der Regierung keine Chance geben, oder? Mattarella wollte, glaube ich, mit seiner Entscheidung vor allem die Lega verhindern, mehr als die Fünf Sterne. Aber in allen Szenarien, die sich ergeben, wird die Lega wieder am Verhandlungstisch sitzen. Entweder direkt mit Mitte rechts oder wieder mit der Fünf-Sterne-Bewegung. Anders wird es wahrscheinlich nicht gehen im September. Deswegen glaube ich auch, aus diesem Grund war die Entscheidung von Mattarella nicht besonders klug, jetzt unnötig, dass wir über zulässig, nicht zulässig reden. Es war nicht besonders klug, weil er die gleiche Situation noch einmal vorfindet, aber wahrscheinlich mit schärferen Vorzeichen, mit einer Wahlkampagne, die doch wahrscheinlich ziemlich heftig werden wird. Und deswegen aus diesem Grunde hoffe ich weiterhin, dass es zu einer Regierung kommt. Und vielleicht kann es ja sein, dass die Parlamentarier, die generell ihren Arbeitsplatz nicht so schnell aufgeben wollen, vielleicht gibt es noch eine, in dieser Hinsicht kann das dazu beitragen, wäre wünschenswert. Aber dann würde ein Cottarelli zum Beispiel den Regierungsauftrag jetzt schon zurückgeben, aus Ihrer Sicht, wäre das Cottarelli denkbar? Hat gesagt, und ich bin mir sicher, dass Mattarella auf das eingehen würde, wenn es eine Chance gibt, dass eine politische Regierung entsteht, dann wird er das Amt nicht antreten. Das wäre auch folgerichtig, denn das wäre wirklich nicht mehr im Sinne der Verfassung. Das liegt jetzt aber mal erstens bei den Verhandlungspartnern Lega Cinque Stelle und dann auch bei Mattarella, was hier passiert. Aber das Zünglein an der Waage ist hier in diesem Moment jetzt Salvini. Wir haben ja viel über Salvini gesprochen. Es geht um die Verantwortung. Ich glaube, also klar, es wird kein zweites solches Veto von Mattarella geben, sollte sich die Situation ergeben. Das ist, er hat auch gesehen, also irgendwie, dass es nicht funktioniert hat, so wie er gehandelt hat. Er hat sich das anders vorgestellt. Ich sage, also wird er verantwortlich handeln. Ich glaube, auch die Parteien, die Regierung übernehmen, die sollten auch verantwortlich und verantwortlicher als bisher sich verhalten. Also irgendwo der Justamentsstandpunkt an Savona zum Beispiel, also festzuhalten, der trifft die Parteien ja mindestens genauso wie Mattarella. Also an ihm festzuhalten wie vom anderen, also ihn nicht zu mögen. Wenn der dann weg ist, also es ist sicher anzunehmen, ich gehe ja davon aus, dass wir eine politische Regierung bekommen werden und dass auch hier ist wahrscheinlich von Mattarella und seinem Beraterstab wenig überlegt worden. Man wusste ja, dass er keine Mehrheit hat und Mattarella, so wie es jetzt aussieht, hat er
Cottarelli vor das Parlament zu schicken, von dem er keine Stimme bekommen wird, das wird er sich nicht also bieten lassen. Und das sollte sich wirklich die Demokratie nicht leisten. Das wäre also das Ungeheuerlichste. Also ich glaube nicht, dass er gar keine Stimme bekommen würde, der Herr Cottarelli. Ich glaube, die Volkspartei hat sich ja schon ausgesprochen und würde ihm wenigstens ihre 3 Stimmchen geben. Nein, also nicht, wenn sie allein. Ich nehme, ja, nachdem sie ihn schon so als Freund Südtirols betrachten, nehme ich an, da vielleicht werden sie ihm dann die Nibelungen treu halten. Es bringt halt nichts. Jetzt abschließende Frage. Und war gibt es eine Nibelungentreue von der Südtiroler Volkspartei? Das ist allerdings auch wieder. Das ist wieder auch, da könnte man eine eigene Sendung drüber machen. Richtig, ja. Herr Kölsberg, abschließende Frage an Sie. Ja, was hoffen Sie jetzt, was wirklich noch in den nächsten Tagen passiert? Und was halten Sie eigentlich von dem ganzen Agieren von dem Spitzenkandidat Di Maio? Hat er sich richtig verhalten oder hätte er vielleicht das ein oder andere sich sparen können, um dann jetzt vielleicht schon an der Regierung zu sein? Ich glaube, dass Di Maio bis kurz vor Schluss alles richtig gemacht hat. Das hat mir auch sehr gefallen, wie er agiert hat, auch die ganze Geschichte mit dem Regierungsvertrag. Die Frage ist dann, in dem Moment, wo es sich auf eine Personalie, also Savona, verschärft und hier hackt, ob er hier jetzt, ob das die richtige Entscheidung ist, oder das ist leicht, wir sitzen hier in Bozen, danach drüber zu reden, ist es leicht, man muss hier in die Sachen involviert sein, um zu wissen, wie alles gegangen ist. War es richtig, dass er hier der Lega praktisch auf mit die gleiche Linie fährt, wie Salvini sagt, oder Savona oder nichts, oder wäre es besser gewesen, zu versuchen, hier einen Ausweg zu finden? Das ist schwierig zu sagen. Nicht gut war seine Entscheidung wegen dem Impeachment. Da hat er auch richtigerweise wieder revidiert und zurückgezogen. Und das passt. Ich meine, jeder kann einmal aus der Enttäuschung heraus Schnellschuss etwas sagen, was nicht so blendend als Idee war. Ich glaube, jetzt das, was gestern herausgekommen ist, ist schon wieder die richtige Richtung. Nein, wir reden noch einmal drüber. Es soll eine politische Regierung entstehen. Ich finde, es soll wirklich eine politische Regierung entstehen. Und man sollte in diese Richtung jetzt noch einmal alles versuchen, um zu verhindern, dass es einen Cottarelli mit 0 Stimmen gibt oder einen Wahlkampf, der mit extremer Härte geführt wird bis September. Das bringt Italien nichts. Das bringt auch diesen famosen Märkten nichts. Das Schlimmste für die Märkte ist die Unsicherheit. Deswegen, das ist meine Hoffnung, dass es in diese Richtung weitergeht. Und am Ende sollte ja die Stimme der Bürger dann doch noch was zählen. Ja, logisch. Ich bedanke mich, die Zeit ist leider schon um. Ich bedanke mich bei den Herren, dass sie Zeit hatten, heute mit mir hier zu diskutieren. Es wird sicher noch weitergehen in Rom, weiterhin chaotisch bleiben. Ich bedanke mich aber auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie heute mit dabei waren bei Südtirol Klartext. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.